Moinsen, Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute habe ich mal so ein totales Schmuckstück ausgegraben. Ja, ich habe ja schon viele Campingplätze gesehen, aber der, den ich dir jetzt zeigen will, der ist top of the pop. Das ist jetzt nichts mit Glamping oder mit irgendwie Schakalaka-Sauna. Nee, das ist mal Camping back to the woods. Und was dieser Platz, der übrigens heißt, pass auf, zeige ich dir. Schwarzwälder Hof, weil der alles so kann, das kommt jetzt in diesem kleinen Video. Los, lass uns eine Runde drehen. Auf! Also zunächst brauchst du erstmal einen Ankunftsbereich. Ja, den findest du übrigens hier. Ja, stellst die Badulle hier einfach mal ganz entspannt hin und dann kannst du hinter mir auch schon gleich direkt die Rätsel sehen und zu der, da laufen wir jetzt mal hin. So, da hast du nämlich schon die kleine Rezeption. Ja, guck mal, hier ein kleines Blockhütchen, total schicki. Da kannst du reinlaufen und bezüglich der Preise kann ich dir übrigens auch eins sagen. Also Axi ist zum einen schon mal gebucht, der ist ja schon mal sensationell. Ja, da kannst du also schon mal einen kleinen Euro sparen. Ein kleiner Euro ist ja immer gut, den kannst du vorhin wieder in eine Pommes investieren. Ich sag dir eins, ich habe heute Morgen angerufen und mit ganz viel Glück habe ich noch einen kleinen Platz gekriegt. Also auch hier, ey, bummensvoll. Übrigens, ich mache dir so einen kleinen Artikel hier oben mal, muss ich überlegen, da oder da hin. Da schreibe ich alles nochmal ganz in Ruhe zusammen, so mit Adresse und hin und her und schierum larum. Auf jeden Fall, das hier ist die Rezepte. Die musst du besuchen, wenn du angekommen bist und zahlen darfst du hier auch. Wir gehen aber weiter. Habe ich auch schon direkt die Kamen neben mir stehen. Die Kamen neben sie, was sind das hier, die gute Fee, oder? Nein, Rezeptionistin. Naja, also die gute Fee. Und die Kamen, die stelle ich jetzt, wir haben es nicht vorbereitet, eine Frage, nämlich so aus deiner Perspektive heraus, warum ist das denn hier so wunderschön? Warum ist das hier so wunderschön? Wir haben sehr viele Angebote für die Kinder. Die Eltern können entspannen, weil sie die Kinder springen lassen können. Und einfach die Gegend auch super ist mit dem Donaumoos draußen und alles. Man kann hier in der Umgebung, wir liegen ziemlich zentral und man kann in der Umgebung sehr viel machen. Da hat sie recht, die Kam. Und damit du auch siehst, was hier so alles noch darüber hinaus geboten ist, weil eine Rezeption ist das eine, der Rest ist das andere, gehen wir noch mal eine kleine Runde. Los, komm, auf geht's. Genau. Directly gegenüber der Rezeption hast du zum einen erstmal Waschhaus Nummer 1, Duschen, Shower und WC. Und damit du dir davon ein Bild machen kannst, gucken wir uns das auch einfach mal an. Ich hoffe, hier sind wahnsinnig viele Menschen unterwegs und ich bin auch echt bestrebt, nicht so wirklich viele zu filmen. Jetzt muss ich mal gucken von außen. Hier ist übrigens Licht aus. Wir gehen da einfach mal rein. Und dann siehst du hier schon, hast du so kleine Waschzimmer, wie sagt man, Badezimmer mit Waschbecken, großen Spiegel vorne und hinten. Ja, dann kannst du gucken, ob der Haarkranz auch ordentlich gewachsen ist. Und da vorne einfach eine kleine Dusche. Die werde ich heute Abend natürlich auch mal ausprobieren. Ja, das muss ja auch alles vernünftig über die Bühne gehen. Aber das ist nur das eine. Das andere ist folgendes. So, da hast du natürlich auch hier Pipi-Box und so. Guck mal, total schön, relativ klein, sauber. Und da gucken wir, apropos sauber, auch noch mal rein. Zit. So, das, mein lieber Junge, das ist aber auch nur die eine Seite der Medaille, weil es gibt natürlich noch ein Waschhaus hinten zur Zeltwiese, auf der ich jetzt gerade stehe. Ich habe also einen Platz auf der Zeltwiese gekriegt. Mit ganz viel Glück. Gucken wir uns auch an. So, was braucht so ein Camper jetzt noch? Ein Hund, der in Ruhe ist, wie sagt man, zufrieden ist. Und natürlich so einen kleinen Kiosk. Hier gibt es übrigens so Grillabende. Heute mit ganz viel Glück ist nämlich einer. Und da kannst du dir rote Grillwurst kaufen, Paprikawurst kaufen, Pfefferbeißer kaufen, Chakalaka, alles ganz, ganz viel davon. Und da vorne beim Imbiss, da gibt es Wildschweinwürstchen. Ey, ganz im Ernst, wo gibt's die denn? Die werde ich mir heute erstmal ganz akkurat gönnen. Ich bin auch schon sehr gespannt, noch nie gegessen. Der Pächter von da sagte, die schmecken super. Ich glaube dem einfach mal. So, wer bist du? Du bist jemand, der gerade aufsteht und sich mit mir überhaupt nicht unterhalten will. Das macht aber auch nichts. Kann ich gut verstehen. Ich guck da mal schnell rein. Hab mir übrigens auch gerade erzählen lassen, die machen das hier mit der Schlachtung alles selbst. Ja gut, das bietet sich ja nun auch mal an auf einem Bauernhof. Also da muss das gut schmecken. Also geheimer Geheimtipp. Übrigens, dieser ganze Platz ist ein geheimer Geheimtipp. Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Sensationell. Ich komme aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. Du hast nämlich auch überall so kleine, ich sag mal, Seen, Tümpel, wie man das auch nennen würdest. Da darf man übrigens auch reinhüppen. Jetzt habe ich natürlich meine Badebuchse nicht mit und deswegen hüpfe ich natürlich nicht rein. Nicht, weil ich schüchtern bin. Nee, oh, das wackelt aber ein bisschen. Guck mal. Nicht, weil ich schüchtern bin, aber ich will den anderen das nicht antun. Ich kann jetzt mit dem Bötchen rumfahren, schwimmen. Weiß nicht, ob ich jetzt hier reingehen würde. Aber hinten bei der Zeltwiese, da wo ich ja stehe, da ist ja auch noch mal so ein Teich. Der ist übrigens total sauber. Den zeige ich dir auch. Da laufen halt überall wahnsinnig viele Kinder rum. Die will ich ja nicht filmen. Die müssen nicht ins Internet.
bereit schon, wenn die sich irgendeinen Quatsch auf YouTube angucken, zu sehen sein müssen sie nicht. Oh, hier geht es ein bisschen bergauf. Zeig dir noch kurz hier den Imbiss. Da gibt es Currywurst und Pommes und so Krusch und was noch. Naja, sehen wir uns an. So, hier kannst du nämlich ein bisschen was essen. Ja, von 12 bis 20 Uhr hervorragend. Currywurst mit Brötchen, Bratwurst mit Brötchen, Feuerwurst. Die ist wahrscheinlich ein bisschen straff. Straußenbratwurst. Da vorne ist nämlich auch noch eine Straußenfarm. Ey, boah, Strauß weiß ich jetzt nicht, aber Schnitzel, Chicken Nuggets, Cordon Bleu, Pizza, bla, Sülz. Also, verhungern, sag ich, musste hier jetzt nicht. Oder? Nein, die Mädels sind sich einig, muss man nicht. So, und wenn Paul sich mal wieder so akkurat in Gülle gesülzt hat, das hat er nämlich letztens ganz grandios hingekriegt, boah, hat gestunken wie ein Iltis, kannst du auch hier direkt wieder ein bisschen sauber machen. Sauberer Hund, glücklicher Vater. So sieht es nämlich aus. Hier ist übrigens auch Müll. Und das finde ich total charmant, gucke mal, das Spül- und Waschhaus, das ist auch direkt gegenüber von der Rezeption, das ist alles total zentral. Das ist also quasi Central Plaza hier, wo wir stehen. No, dann gehen wir da jetzt mal rein in das Spül- und Waschhaus. Hier gibt es übrigens auch hier das Sackerl fürs Kackerl, sag ich mal. Dann hast du hier, können die Kinder sich gewickelt werden lassen. Hier kannst du, das ist übrigens auch super. Zwei Waschmaschinen, ja, kostet, weiß ich jetzt nicht, 1 Euro oder was. Einmal eine Wertmarke. Hier kann man abspülen. Übrigens auch ganz hervorragend, muss ich darauf hinweisen, hier sind Pinüpsels. Das ist ja auf ganz vielen Campingplätzen nicht der Fall. Ey, dann gehst du zum Waschhaus, hast kein Pinüpsel mit und denkst dir in dem Moment, boah, ein Königreich für ein Pinüpsel. Was ich aber gerade sagen wollte, guck mal, jetzt kann nämlich hier Vater und Mutter gemeinsam hingehen. Ja? Vater kann abspülen und Mutter kann sich hier erstmal mal ein bisschen mit, ich sag mal, Büchern das Leben versüßen oder auch etwas über Südengland lernen. Südengland ist ja auch mehr so, da waren ja auch noch nicht viele, ich zum Beispiel noch nicht. Gehen wir weiter. So, jetzt sind wir sogar galant, ich sag mal 50 Meter gelatscht und jetzt geht's hier Richtung Zeltwiese. Pass auf, bevor wir die aber sehen, ist hier so eine kleine Parzelle. Also es gibt auch richtige Parzellen. Da hast du auch richtige Stromanschlüsse hier mit CEE. Hat sich die Spinne auch schon kurz gedacht, ich baue mir mal ein Netz oder so. Und vor der Zeltwiese, da vorne siehst du auch schon meinen Boliden stehen, also mitten reingeschmissen, siehst du dann das Waschhaus Nummer 2. Waschhaus, Klohaus, Abwaschhaus, alles in einem und das so schön in offen, das zeige ich dir auch gleich, weil offen ist immer, das ist so ein bisschen maritim schon. Hier ist auch ein paar schönere Duschen, sogar so mit so da oben eingelassen. Hast aber, das ist dann die Kehrseite der Medaille, hast halt nur einen Spiegel vorne. Da kannst du dir also den Haarkranz eben nicht angucken. So, pass auf, jetzt muss ich die einmal drehen. Sorry, ich versuche es ganz langsam zu machen. Und dann gehen wir hier mal rum. Und dann sehen wir auch schon, da sind Menschen. Pass auf, da filme ich mal in die andere Richtung. So nämlich. Und dann siehst du hier, gucke, da kannst du auch Zahnputzbecken, kannst du Zähne putzen. Ab und zu muss man das ja auch mal machen. Und hier siehst du alles offen. Offen, 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 hervorragend. Und hier kannst du Geschirr spülen und auch hier siehst du Pümpels. Gibt einen totalen Daumen hoch. So, und jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal eine Rutsche weiter, nämlich auf die Zeltwiese. Und dann muss ich gucken, dass ich so ein bisschen filmen kann, ohne Menschen drauf zu haben. Na gut, dass es die Zeltwiese gibt, weil sonst dürfte ich gar nicht hier sein. Übrigens muss ich auch kurz erwähnt wissen, jetzt stehe ich ja hier auf einer Wiese. Ich stehe aber tatsächlich gerader als auf manchen Parzellen. Ich musste auch kein Keil unterlegen und musste auch gar nicht viel ausgleichen. Das heißt, ich werde eine wahnsinnig ruhige Nacht vor mir haben. Apropos ruhig, so richtig ruhig ist es da vorne am Wasser natürlich nicht. Aber zeige ich dir mal so ein bisschen, was es noch gibt. Ich muss gucken, dass ich nichts Böses filme. Hier siehst du nämlich nochmal ein Beachvolleyballfeld. Beachvolleyball, das wissen die wenigsten, habe ich glaube ich auch noch nie erzählt. Ich habe ja früher mal richtig Volleyball gespielt. Also nicht Beach, hatten wir bei uns in Ostwestfalen so wenig, sondern so richtig Volleyball bis in eine Landesliga. Ja, weil ich war mal gar nicht so blind. Apropos blind, jetzt rennen wir mal zum Wasser und dann zeige ich dir mal, wie klar das ist, weil da darf man drinnen baden und Hunde dürfen auch rein. Ärgere ich mich ein bisschen, dass ich meine Kinder und Steffi und den Paul nicht dabei habe, weil der fände das hier super. Ganz hervorragend. Da habe ich mir ein bisschen vorgemogelt. Ja, das sind nämlich keine Menschen, aber du hörst, hier sind Menschen. Und du siehst hier auch, Flipflops wären angebracht oder aber natürlich so Badeschlappis. Und dann kann man hier reinhüppen. Und damit du so eine Ahnung davon kriegst, wie das hier sonst noch so aussieht, so von oben bin ich gleich mal total tollkühn und lasse mal die Drohne hoch. Einmal hoch, rüber und wieder runter. Kriegen wir hin, oder? Ich meine, ist ja auch, das ist wichtig für dich, damit du siehst, wie es hier ist. Oh, ist schön, oder? Mit Wasser?
Boah, ich hätte auch so gerne einen Campingplatz am Wasser. Mann, ey. So, pass auf, damit du auch so ein bisschen Orientierung hast, bevor die Drohne jetzt habe ich das angekündigt, dass es jetzt hochgeht, geht gleich erst hoch. Wir sind jetzt gerade hier. Das ist hier, das geht hier auch so rum. Das kann ich gar nicht sehen von hier, weil ich gucke hier gegen die Landzunge. Hier ist die Zeltwiese, hier ist dieses neue Zeltwiesenwaschhaus. Und hier ist der ganze Krusch, wo wir gerade waren. Jetzt muss ich ja selber mal gucken. Ah, genau, hier, da war Reze und hier Kiosk und so. Und hier war der ganze Bereich für die Kinder. Das habe ich auch gerade schon einen getroffen. Ey, super. Der sagte nämlich zu mir, ey, du Stefan, du, ich kenne deine Videos. Und haben uns ein bisschen über diesen Platz unterhalten. Der ist seit einer halben Woche oder was hier. Man hat gesagt, bombastisch. Meistens sind Kinder zufrieden, in dem Moment halt vielleicht nicht alle, aber meistens sind die zufrieden und du weißt, wie es ist, ey, wenn die Kiddies zufrieden sind, dann ist Mutter zufrieden und wenn Mutter zufrieden ist, dann gilt wie immer der Spruch, happy wife, happy life, dann bist es du auch. Super. Jetzt aber pass auf, jetzt machen wir mal so ein, hier einmal so von hier nach da. Wo bin ich denn? Da bin ich. Von hier nach da. Berge gibt es hier halt nicht, aber ist nicht schlimm. Gibt halt viele andere Sachen und die gucken uns jetzt an. Das finde ich schon ganz schön. Und jetzt brauchst du noch so ein paar Eindrücke für die Kids. Ja, die habe ich ja auch gefilmt, aber jetzt ohne Kommentar. Ich gehe mal einmal in meine Jugend zurück. Oder in meine Kindheit. Ich komme ja vom Dorf ursprünglich. Bin ja mehr oder weniger in meinen Ferien immer auf dem Bauernhof gewesen. Und damit ich dir jetzt mal kurz zeigen kann, wie das so ist mit Nature und was für die Kinder hier so geil ist, machen wir jetzt mal so kurz so einmal den Rundgang quasi mitten durch die Viecher durch. Los, komm. Ganz im Ernst, das ist doch mal ein Campingplatz, oder? Ey, ganz im Ernst, also wirklich, ich bin richtig hin und weg. Ich finde den super, super cool. Und weil ich den so cool finde, sage ich, kleiner Stefan, ey, Prädikat absolut empfehlenswert. Wenn du Kinder hast, musst du hierher fahren. Puh, ja, und dann sage ich, ich genieße jetzt noch ein bisschen den Tag hier, bevor ich jetzt morgen zu Matze fahre. Und zu dir sage ich, ziemlich cool, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses kleine Video anzugucken. Bleib uns wohlgesonnen, bis zum nächsten Mal. Ich schwitze auch schon wieder so ein bisschen wie ein Ältes. Wenn es wieder mal heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Ich bin weg. Dein Stefan. Tschüss.